Hallo und guten Tag, Tobi, du bist so wie ich dich mag. Du bist außen weich und innen stark und du trinkst gern Kaffeehaag. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Könnte ein Werbejingle werden. Ja, kaufen würde ich es aber nicht. 10 von 10, ich würde sofort kaufen. Ah, okay. Warte mal so, 1, 2, 3, heute stehen wir da was auf dem Plan, ne? Heute sind wir ja Sachen geplant. So, wupp. Sehr gespannt. Wupp. Und rein da, okay. Und sofort müsste das hier mit angeschlossen sein. Ich bin gespannt, was funktioniert. Oh, ich kann das untere nicht raushauen, ohne das obere rauszuhauen. Interessant. Daran hätte ich denken sollen. Okay. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, weil heute die letzte Folge ist, die wir heute aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob Zukunftsgrons sich daran erinnern wird. Der ist immer, also du willst jetzt die ganze Etage einversetzen? Ja, naja, nur die Decke. Nur die Decke. Ah, okay. Okay. So, nochmal schnell ein paar Steaks auf den Grill gehauen. Dazu muss ich die Decke rausreißen. Das hier müsste. Kannst du in den Wasserspritzer, in den neuen, eine Batterie reinhauen? Ja. Das wäre super. Ich danke dir. Kein Problem. Super, Typ. So, dazu mache ich jetzt erstmal hier diese sehr niedrig hängenden Fackeln ab. Die dürften dann auch nochmal, ich glaube, besser rüberkommen, weil die höher hängen. So hängen die einem immer ins Gesicht. Die Haare brennen, ist auch scheiße. Siehst du einfach aus wie Two-Face. Blöd. Oder Hades von Herkules. Ja, oder so. So. Bei dir dürften gleich wieder Sachen fehlen, weil ich hier wieder abbaue. Ja, nee, ich glaube, mehr Decke geht nicht. Ah, okay, scheiße. Ich hoffe, wir kriegen das alles noch hin. Ja, ach, easy. So, ich bin mal... Wie gesagt, irgendwann sind wir ja auch fertig. Dann passt das, glaube ich. Ja, das Problem ist nur, ich muss unten dann wahrscheinlich, damit das bei dir alles passt, muss ich unten wahrscheinlich wirklich überall die Stützen hinballern. Das mit der Mob... Das mit der Mob ist nicht so ausgereift. Ja, wie gesagt, wenn wir mal fertig bauen sind, dann verändern wir ja auch nichts mehr. Das geht ja erst weg, wenn du irgendwas wegbaust oder so. Dann bräuchte ich hier alles. Genau. So. Das wird lustig. Ich weiß überhaupt nicht, ob es klappt, Tobi. Ich habe nur gesehen, dass es vielleicht gehen könnte. Okay. Und ich möchte das unbedingt ausprobieren. Ja. Prob dich aus. Bin gerade dabei. Eine Antenne muss ich auch wieder wegmachen. Das heißt, wir können momentan nirgendwo hinkrusen. So, das hier müsste als Testareal eigentlich reichen. Und wenn ich dann... So, the pit. Okay, das ist eine Doppeltür. Ja, ich guck gerade. Was? Was? Wo? In den Blumenbeeten oben. Oh, zwei Stück! Sie sind wieder da. Die sind einfach beide direkt runtergecrashed, die Säcke. Alter, was für Ficker. Was für Ficker. Ja, dann gibt's ja mal wieder Hähnchenschenkel, wa? Ich hab eine Minute die Decke offen gehabt. Boah. Aber vor allem halt auch gleich zu zweit im Tiefflug einfach. Mhm. Holy shit. Hab ich ein Lächeln im Gesicht gehabt gerade. Lang nicht mehr gehört, aber ne? Ja. Aber das ist aber... Oh, wieso kann man denn das... Warum kann man Blöcke nicht kombinieren? Das ist echt schade, dass man hier keine breite Treppe draus machen kann. Hat mir nicht irgendwas mit Hähnchenschenkel gehabt? Jo, mit Beeren. Okay. Okay. Das ist es, glaube ich, nicht, ne? Das ist zu breit. Aha. Uh-huh.
mal gespannt, was das wird. Ich bin auch mal gespannt. Ja. Kann ich das jetzt verbinden? Das müsste doch... Hä, warum geht das nicht? Oh, das ist eigentlich egal. So. Das könnte ganz lustig werden. Zum Glück haben wir ein bisschen Holz. Ganz bisschen. Reicht das doch? Ja, ja, locker, locker. Oh, die Treppen sind falsch gesetzt. Cool. So. So, das müsste ja trotzdem so sein. Und ganz ehrlich, dann können wir, glaube ich, auch die andere nehmen. Wobei... Ich bin mal der hier unsicher wegen dem Geländer. Andererseits... Scheiß drauf. Was? Scheiß drauf, Tobi. Wir haben's doch. Bitte was? So. Wenn man's hat, sollte man's zeigen. So. Okay, und angenommen, ich mache dann jetzt hier nämlich eine Decke drauf. Ne, wie ich das bei den Treppen immer gemacht habe. So. So. Und dann könnten wir theoretisch unten auch so Lüftungsfenster nach außen machen oder, naja, was man da halt so macht, keine Ahnung. Ist das so Fundamente oder was? Dass du das so nur ein halbes Ding nach oben setzen kannst? Nee, aber wir haben noch die Halbblöcke. Also es gibt so Halbwände und sowas und ich habe jetzt einfach Halbwände ringsrum gemacht, so testweise. Aha. Und wollte mal gucken, wie es dann aussieht damit, wenn man da unten dann so baut. Und oben hingegen wäre ja unser Deck, ne? Also das wäre ja hier unser Privatdeck, das müsste eh ein bisschen höher sein, weil wir wollen ja bitte keine, bitte keine lausige Deckenhöhe. Nein. Na eben. So, das heißt, hier würde es zum Beispiel dann, was weiß ich, zu unserem Luxusdeck gehen, Bibabo, keine Ahnung. Und man könnte noch so, ne, dass man so durchguckt. Komm mal kurz. Ja, warte. Aber ja. Ganz unten. Moment. Ja, ja. Ich bin unterwegs. Hier. Ich bin unten. Ach da. Genau. Guck mal hier von der Höhe hier. Also, wenn das bei dir gezeigt... Wird das bei dir angezeigt hier? Ja. Sieht man. Okay. Oh ja, das ist wirklich cool. Das ist nochmal viel geiler als so beengt, oder? Ja, mega. Vor allem wirkt das halt durch die Tiere dann und sowas, das sieht irgendwie realistischer aus. Ja, so ein bisschen mehr nach Freiland, ne? nicht so Container gequetscht. Ja, voll geil. Okay, cool, dann ziehe ich das durch bis zur Kombüse und dann mache ich in der Kombüse eine Doppelreihe aus Fenstern da vorne, damit da noch mehr Licht durchkommt. Voll nice. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Macht voll Spaß, hier rumzuprobieren. So. Ja, ich glaube, im Creative Mode kann man auch richtig Spaß haben. Boah, das glaube ich auch. Und wenn dann noch alles funktionieren sollte, dann macht es noch mehr Spaß. Voll der Luxus-Liner einfach geworden. Ey. Vor allem wird es halt auch nicht bescheidener irgendwie, ne, mit der Zeit. Nee. Dass man irgendwie sagt, so, naja, langsam reicht's auch mal. So, naja. So, liebe Zuschauer, das war unser erstes Schiff. Wir wollen mit Seebrücke noch ein zweites connecten. Wir orientieren uns dabei an dem Projekt von Abu Dhabi, die Welt. Ideen. Aber ja. Oh oh. Ja, mit dem Malen. Ich habe gedacht, wenn man Halbwände nimmt unten, dann können wir bei den Tieren die Wände so anmalen, dass wir unten grün machen und oben blau. Weißt du, wie so Himmelpanorama. Hä, ist echt voll geil. Ja, ob das aussieht, weiß ich nicht. Und für die Bienen habe ich mir gerade auch noch was ausgedacht. Oh oh. Also da kam eigentlich die Idee her, mit dem, ne, alles so ein bisschen nach oben zu versetzen.
Mal gucken, ob das was wird. Willst du machen, willst du die aufeinandersetzen? Nee, aber ich würde gerne was ausprobieren. Ich würde gerne wissen, wenn wir unten die Blumen haben, ob wir dann eine Zwischendecke ziehen können und oben dann die Bienen draufsetzen. So als eigene, quasi als eigene Etage. Ah. Wäre interessant. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. So, morgen. Guten Tag. So. Wie wir immer noch in dieser scheiß Insel sind. Gut, da werden wir aber auch ein bisschen brauchen, bis wir da weg sind, ne? Das ist ja so ein Riesending einfach. Ja, im Grunde genommen müssen wir nur drehen und dann ab dafür, ne? Boah, Alter, ich hab aber ein bisschen habe ich aber Lags ab und zu mal. Jo, dito. Ja. Das liegt aber nicht an unserer Größe unseres Schiffs, glaube ich nicht. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir gegen die Insel klatschen. Mit der Größe unseres Schiffs. Das könnte auch sein. So. Theoretisch könnte man hier dann ja auch noch ringsrum gehen und dann... Oh Gott, ich hab... Ach, ich hab Ideen, Tobi. Es ist furchtbar. Hau raus! Ja, na, ha. Mal gucken. So. La 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 la. So, ich würde zumindest gerne heute noch fertig kriegen, die Decke bis zur Kombüse einen Hör zu setzen. Also diesen halben Hör zu setzen. Das würde ich heute noch gerne irgendwie hinkriegen. Kann ich irgendwas helfen? Kann dir halt nicht viel helfen, weil ich sehe halt nicht die Decke. Ach so, die siehst du gar nicht? Nicht viel. Oh, okay. So, ich muss nur mal aufpassen, dass ich nicht zu viel abbaue, weil die Planken ansonsten verloren gehen, glaube ich. Die landen dann nicht mal im Inventar, sondern die, ne, wenn ich voll bin, dann sind die aber weg. Oh, das ist ja auch toll. Mhm. Liegen die nicht als Karton denn hier rum? Nö. Ach ja. Irgendwie nicht. Schön. Das ist ja geil. So. Was für ein Cruiser das wird. Ah, 20, 20, 20. Ja, da sind wir wieder voll. Verdammt, okay. Dann einmal kurz die halbe Höhe. So. Und theoretisch könnten wir... Hier gibt es hier so ein halbes Dach. Gibt es nur das hier? Ach, es müsste aber gehen eigentlich. Mal schauen, was wir lassen. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht geil. Was denn? Ja, dieses... ich habe hier so eine Schräge gebaut, aber die finde ich irgendwie doch nicht so gut. Oh. Mal gucken. Dann einmal wieder drauf. Ich muss es trinken. So, ich beeil mich. Ich glaube, man kriegt Lags. Immer wenn wir bauen, wird, glaube ich, dieses Gesamtkonstrukt vom Schiff irgendwie neu berechnet. Das könnte gut sein, ja. Ja. Könnte sein, aber ist ja nicht schlimm. Nee.
Ist nur immer, wenn ich ein bisschen hämmere, dann merkt man es schon ein bisschen. So, 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 so. Schon cool. Ja. Bin gespannt, wie es aussieht. Ich habe jetzt keine Ahnung. Oh. Was denn? Was denn? Hast du das gerade weggehauen? Hast du es bei mir unter den Füßen die Decke wieder weggekratzt? Oh nein. Ach Mann. Ich bin direkt auf das Boy-Boy gefallen. Ach, ich glaube, es ist tot. Scheiße. So, ey, Tobi? Ja? Schick mal mein Glas noch. Ach, das sind ja eh die Schränke hier, ne? Bei denen ist es, glaube ich, egal. Okay, da gucken wir mal. So. Eier und Milch. So. Das kann ja lustig werden. Was denn? Brauchen wir Pinienzapfen? Da haben wir einen Pfund. Brauchen wir den? Ja, pack mal lieber irgendwo hin, ne? Man weiß ja nie. Okay, genau. Lass ich ihn erstmal in der Schmuddelkiste hier. Ja, 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 ja. Man weiß ja nie, ne, ob man ihn wieder kriegt oder so. Ich habe auch noch 8 Schmutz. Mmh. Welch ein Reichtum. So. Okay, das haben wir so gemacht. Und da sind ja Türen vor. Na, gucken wir mal, wie wir das machen mit den Dingern. Palmen. Okay, die sind noch davon betroffen. Es geht genau bis dahin. Okay, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird am Ende. Boah, viel besser bei den Tieren jetzt. Viel, viel besser. Sieht allgemein, das sieht allgemein besser aus. Ne, finde ich auch. Ungewohnt ein bisschen, aber viel besser. Gut, ich meine, hier unten brauchen wir das, glaube ich, nicht. Aber da oben sieht es schon echt besser aus. Mm. Ja, unten ist ja eh Lager. Jetzt unten gemacht hast. Ja, Gott sei Dank. Wenn oben das drauf gewesen wäre, hätte ich es nicht mehr gemacht. Ja. Ja, nee. Tobias, heute? Du musst leider mal das halbe Schiff nochmal neu machen. Weil ich ja diese Idee hatte. Aber ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Ich probiere es nur mal. Hey, wieso geht das denn nicht? Ich kann das da oben... Okay, interessant. Okay. Testweise, wenn ich jetzt hier eine Wand wegmache. Und mach da jetzt eine Doppelwand hin. Ach Gott, so. So. Okay, dann geht's. Okay, das wäre wahnsinnig interessant. Also wenn wir es wirklich übertreiben wollen, ne, mit den Bienen und so. Mhm. Dann wüsste ich wie. Oh. Die Blumen müssen ja eh nur bei den Bienen in der Nähe sein, ne? Wir hätten einen Kriechkeller mit Blumen. Und über den Blumen würden dann, also über den Blumen sind dann die ganzen Bienenkörbe. Und da könnten wir halt ewig viele hinstellen.
Ich glaube, so viel werden wir niemals brauchen. Never ever. Aber wir sollten eine Machbarkeitsstudie durchführen. Okay, das war schon. Aber ist das nicht gerade cool, dass es so ein bisschen aussieht wie Blumenwiese oder? Ja, aber das ist ja jetzt hier drin, ne? Wir können da draußen immer noch Blumenwiese machen, aber hier drin wirkt das irgendwie nicht so richtig blumenwiesig. Und dieser hässliche Zaun und so. Das stimmt, ja, das stimmt. Da hast du recht, ne? Ja, Da gucken wir mal, da fällt mir ja gleich noch was ein. So, hier bin ich mal sehr gespannt. Okay, ich mach mal schnell oben weiter. 10 Minuten habe ich noch. So. Vielleicht 15, wenn Tobi ein großzügiger Gott ist. 13, aber keine Minute länger. Also das Lager unten ist jetzt fast fertig. Ja, also boah, geil. Voll geil. Fast fertig, aber. So. So. Pum. Ja, mit den Kühlschränken muss ich nochmal gucken, wie das dann aussieht am Ende. Das weiß ich jetzt noch nicht. Okay, vielleicht mache ich die Seiten doch noch anders später. Zumindest bei der Küche. Müssen wir gucken. So. Wenn es weiter so geht, brauchen wir bald neues Holz. Unglaublich. Hä? Ja. Man mag es nicht glauben, Tobi. Oh ja, hier ist schon leer. Hier ist auch schon leer. Hier auch fast. Hä? Ja, ich glaube, ich verliere ein bisschen was dadurch, dass ich ab und zu mal volles Inventar habe. Das ist leider doof. Eigentlich sollte das nicht passieren, aber naja. Naja, man kennt es ja, aber. Ja, sagen wir was, ne? Da sagen wir was. So, diese fortschrittlichen Wasserreiniger mit dem Glas oben drauf und diesem zwei Pottischen da, die brauchen wir nicht mehr, ne? Nee. Okay. Entsorgst du die jetzt? Ja, schon passiert. Krass, okay, krass. Stück Geschichte einfach weggeschmissen. Ich hätte es auf eBay gestellt. Hä? So sieht's aus. Zwei. Okay, das schaffen wir noch. Die Reihe schaffen wir noch. So. Das hier ist vielleicht nicht die Final Form. Mal gucken, wie das so wird. Ist ja erstmal ein Test. So, auch schön mit der Sonne. So. Gut, diese Veranda hier brauchen wir dann auch nicht wirklich eigentlich, oder? Mal gucken, wie das so wird. Ich hoffe, die weiße Veranda kommt leider weg. Was? Ja. Die kommt später nochmal. Ist noch gar nicht lange da. Die kommt später nochmal hin. Na? Ja. So. Das trifft mich. Was? Sollen wir meinen Höhlenpilz sehen? Weiß ich nicht, Tobi, lohnt sich das denn? Schon? Kannst du doch mal reinbeißen, wenn du magst. Puh, weiß ich nicht, ich hab allergische Reaktion. So. Siehst du die Decke eigentlich gerade, die ich baue? Nein. Rauche nicht bei dir durch die Luft und mache gar nichts. Jetzt gerade läufst du wieder ein bisschen auf Decke. Gerade eben bist du in der Luft gelaufen, ja. Okay, das ist weird. Sehr merkwürdig. Huch. Was?
Tobi, warum? Hä? Warum gibt's nur 12 Höhlenpilze? Ich hab dich doch gefragt, ob du einen Höhlenpilz mal sehen willst. Geil, ich hab mich dran gerieben, Tobi. Hier ist er wieder zurück. Jetzt kann ich ihn wegschmeißen, toll. Hä? Der riecht jetzt besser als vorher. Wo hast du den gerieben? So. Die kleinen Lagerdinger können auch weg wahrscheinlich, ne? Die werden wir nicht mehr brauchen. Die kleinen Plastikkisten? Ja. Ja, bloß weg damit. Okay. Kann die Scheiße nicht sehen. So. Ach, ich glaube, da unten liegen gerade Planken rum in der Küche. Würde ich mir vielleicht mal kurz holen. Jo, tatsächlich, hier sind jetzt Planken runtergefallen. Wow, einige. Cool. So. Aber hier nicht, ne? Sonst. Okay, gut. Dann müssten wir hier ja auch einmal so. Achso, da geht's hier rein. Mach ich anders. Achso, das geht nicht. Okay, dann mach ich so. Nee, so. 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 Abgetrennter Raum. Und dann würde ich hier noch eine extra Decke reinziehen. So. Boah, wie oft haben wir dieses Lachsalat-Rezept jetzt eigentlich schon? Das ist ja der Wahnsinn. Fünfmal. Dieses Radio unten, ne? Dieses Radio unten. It's, it's, it's. Ah, das Radio, das ist sehr motiviert. Das ist wirklich sehr motiviert. So, theoretisch können wir hier sogar Wasserleitungen unter Putz legen jetzt. Da auf die Kühlschränken halt, ne? Da können wir theoretisch eine Wasserleitung verlegen. Und die könnten wir auch oben am Oberdeck weiter unter Putz verlegen, auf beiden Seiten. Ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Eigentlich ist das ziemlich nice. Also wenn man auf Optik achtet, ist das eigentlich perfekt. Ja, So, gleich kommt das Schwierigste hier, noch, ne? Das wollte ich gerade noch machen. Schaffen wir das noch? Wie spät? Zwei Minuten haben wir ja noch. Gut, ja, gucken wir mal. Das müsste weg. Oh. Was denn? Was denn? So sieht die Palme. Die Palme hat aber nur ganz wenig durchgeklippt, ne? Die hat nur wenig durchgeklippt, ja. Aber ist doch besser, wenn es die so gequetscht aussieht, ne? Ja, 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 viel besser. Sieht ganz anders aus hier oben direkt. So. Das sieht sogar fast geil aus, wenn man diese Reling da oben, also wenn man hier... Ne, ja, habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Ja, ne? Ich guck gleich mal, ob die Reling... Ah, die connected leider nicht mit dem Dach. Ah, schade. Aber ich probiere eine zweite Reihe Fenster, die können wir auch anmalen. Aber das mit der Reling finde ich eigentlich auch ganz nice. Und ein bisschen mag ich es auch mit diesem Open Air. Das hier, ne? Das hier finde ich auch irgendwie geil. Aber das kriege ich oben nicht hin. Nee, nee, nee. Wie gesagt, das Zweier Deckenhöhe oder anderthalb sieht schon boah, das tausendmal besser aus. Das sieht richtig geil aus jetzt hier. Irgendwie, so gefühlt. Okay, warte. Hier muss noch Zwischendecke rein. Bop, bop, bop. So, so. Okay, das mache ich anders. Ja, die Reling muss leider, glaube ich, weg. Die wird so... Sieht gut aus, aber lass uns die lieber für oben verwursten, nicht für hier. Ja. Warte. Kriegst du da jetzt... Ne, Farbe kriegst du da jetzt auch nicht wieder, ne? Nee, nur Planke. Aber ist okay. Ich glaube, Farbe werden wir noch genug kriegen. Ja, das kommt auch. So. Ich glaube, ich würde sogar die Lichterketten da unten lassen, ne? Ja, so am untersten Fenster, ja. Genau, ja. Genau. Und da oben würde ich jetzt, glaube ich, also erstmal hier, ich setze das mal fort mit dem hier erstmal als Schrägwand.
So. So, und dann würde ich wieder die gleichen Fenster machen und die würde ich einmal weiß streichen. Ne, diese Krumpelfenster, die wir da jetzt schon haben. Diese hier. Mhm. Und die würde ich dann hinterher weiß streichen. Ich glaube, das wird auch nochmal ganz cool aussehen. Oh, sieht jetzt auch schon ganz geil aus. Ja. So, warte. Bup, 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 bup. So wie der coolste Raum im Schiff bis jetzt. Küche ist auch wichtig, ne? Ja, klar. Sehr cozy. So. Oh, ich würde es am liebsten irgendwie... Ich würde es am liebsten offen lassen. So, warte, Z. So, da ist jetzt dicht und jetzt... Und jetzt hier nochmal dicht. So. Das ist schon geil mit der Doppelfensterfront. Ne? Schon cool. Also theoretisch können wir die Dinger auch unten reinmachen, ne? Dann hast du halt volle Sicht nach draußen. Wird halt auch gehen. Einfach so eine fette Fensterfront. Was eigentlich keine so ungeile Idee ist. Irgendwie nice. Das mit den Palmen sieht jetzt viel... Boah, sieht viel besser aus jetzt. Der ganze Raum wirkt... Nice. Der ganze Raum wirkt irgendwie viel freundlicher. Wie ein ganz anderer Raum. Ja. Ja. Wenn das nicht so runtergequetscht ist, sieht ganz anders aus. Das ist krass. Geil. Freue ich mich. Bist du fertig an der Decke? Ja, eigentlich schon. Okay, dann relogge ich gerade mal, um, ne, dass ich das mal komplett sehe. Ah, okay, ja. Muss aber hier kurz ausmachen, damit man das Passwort nicht sieht. Oh, ja, ist halt, oh. Das Passwort Hodensack. Raffiniert. Ehrlich gesagt klingt es eigentlich genau wie ein Passwort, das wir nehmen würden. Natürlich. Ja. Deswegen haben wir es auch genommen. So. So, okay, das bleibt hier alles so. Kann ich das hier zumachen? Das hier auch. Und das hier auch. Und das hier auch. Ja, das geht. Oben vielleicht noch Lampen rein oder so. Mist. Voll geil. Wo bist du denn? Ach, da. Siehst du jetzt alles? Ja. Boah, das sieht nice. Mega nice aus. Nice. Und guck mal bei den Bienen, ne? Die Zwischendecke ja. Da, das wäre die Zwischendecke über den Blumen, die passt genau über die Blumen. Und darauf könnte man dann die lauter Bienenkörbe setzen, ohne dass die zwischen den Blumenkörb-Dingern sitzen müssten. Also würden wir quasi eine Menge Platz sparen und könnten ewig viele Bienen bauen. Theoretisch. Oder wir machen den anderen Part und machen hier Bäume hin. Für Plantage, für irgendwas. Passen hier Bäume rein von der Höhe jetzt? Naja, die Bananendinger passen da rein und die anderen müssten wir mal testen. Ach so, ja stimmt, die Bananenbäume würden jetzt easy passen. Ja. Also, theoretisch können wir jetzt auch da in der Mitte... Boah, sieht das nice aus jetzt hier. Ja, der Raum hier ist echt ist das Highlight bis jetzt. Das ist echt krass. Ne, finde ich auch voll geil. Boah, bin richtig happy, dass ich das gerade einmal mal gemacht habe. Hätte auch scheiße sein können. Boah. Sieht halt einfach aus, als würdest du in so einem Penthouse irgendwo mit Meeresblick. Ja. Voll geil. Sieht hier einfach original aus. Also voll wie bei uns geil. Zu Hause. So wohnen wir am Wochenende. Deswegen kam ich auf die Idee. Aha. So, man könnte voll hier geil. Theoretisch, da wo du stehst, könnte man theoretisch noch so ein Zwischenregal machen, aber das Problem ist, ja, das wäre geil, wenn man so Flaschen reinstellen könnte oder irgendwelche Sachen oder, ne? Die dann in so einem Zwischenregal halt drin sind. Aber ja. Das gibt's hier da. Ja. Oder vielleicht diese Hängeschränke hier. Die hier unten jetzt gerade draufstehen. Das würde gehen. Da müssten eigentlich zwei Stück nebeneinander passen. Warte mal, das probiere ich nochmal ganz kurz. Nicht hauen, bitte. Ich weiß, du willst bestimmt... Ist da irgendwas drinne? Soll ich das mal rausholen hier, die Anbaufläche? Ich hole das mal da raus, ja, wenn du den abbauen willst. Ja, danke dir. Oh, drei kleine Plastiklager. Ich, weg damit. Scheiße. Problem ist nur, wenn ich das abbaue, dann, ich hoffe, du verlierst dann nicht wieder dein Dingens.
die Decke und so. Oh, doch, wahrscheinlich. Aber das macht nichts. Mach mich mal auf die Reise, ne? Ich hab Durst. Oh, alles klar, verstehe. Oh, ich hab keine Planken mehr. Oh. Das ist jetzt ärgerlich, gell? Das ist, ja. Da sagst du. Du hast alle Planken aufgebraucht. Wer hätt's gedacht, Tobi, wer hätt's gedacht? Wie viel waren das jetzt? 1400? Ja, inzwischen nicht mehr 800 und, glaube ich, oder so. Okay. Oh Junge, lauf doch schneller. Ich hätte natürlich einen billigen Holzboden nehmen können, ne? Aber es sieht halt so billig aus. Schade, dass es nicht mehrere Arten von Böden gibt. Also von, oder Decken oder wie auch immer. Es gibt ja nur billig und hochwertig, mehr gibt's ja nicht. Arm und reich, Erik. Ah, klar. Weißt doch, wie es ist. Wie eine Geflügelschere. Was? Hä? So, warte mal. Okay. Ich baue das Ding mal ab hier. Und ist noch alles da? Nee, ist ja alles eingestürzt. Oh, nee. Außer hier in der Mitte, da wo die Balken sind, tatsächlich. Oh, okay. Das ist ja lustig. Das ist halt echt nur ein Anzeigefehler, ne? Mhm. Scheiße, ich brauche irgendwas, wo ich draufsteigen kann. Und dafür sind keine Bretter mehr da. Nee, das reicht leider nicht. Das muss irgendwie höher sein. Warte. Ich habe noch andere im Angebot. Ja. Wie wäre denn... mit dem hier? Nee, leider auch nicht. Vielleicht kann ich da noch eins draufsetzen? Die Mülltonne hier vielleicht? Oh, warte. Ich baue das erstmal hier weg. Ja. Das Gemüse. Wie wir immer noch in dieser Scheißinsel hängen. Warte. Müll. Ja, zack. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Ich sehe zwar nicht so gut, aber man kann es ja mal probieren. Also. Brille. Cool. Nice. Das ist, wie ich bei dem Schild vorhin. geht. Einmal drehen. So, ich bin leider viel zu nah dran. Ich sehe gar nicht, ob es gerade ist. Hä? Warte mal. Hä? Das musst du so... okay. Immer so als Test. Na, so wie Gewürzregale halt, ne? Und sowas. Dann kannst du da oben das quasi Sachen reinpacken. Passt. Kannst du von beiden Seiten sogar machen. Theoretisch. Ja, eigentlich ganz cool. Ja, stimmt. Hast du recht. Hä? Eigentlich cool. Wirklich cool. Und du kannst da zwei nebeneinander machen, ne? Also jetzt, hier fehlt natürlich noch ein Boden, aber hast du zwei nebeneinander und dann, hast du einen richtigen Kücheneffekt dadurch. OMG, ey. Voll geil. Nice. Und hier ist halt so ein bisschen Bar, da kannst du theoretisch ein paar Getränke draufstellen, alles, was es hier nicht so gibt. Ja. Ich sag, es gibt viele Dekorationsmöglichkeiten, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch. Ja. Also es gibt so Tassen, so. Tassen kann man ja so hinstellen, vereinzelt, aber das war's leider. Ja, aber. Mal gucken. Ich glaube, das wird. Das sieht schon hübsch. Hübsch aus. Highlight. Ne? Finde ich auch. Geil. Nicer place to be, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Richtig geil. Da müssen wir noch gucken, wie wir das oben umsetzen, dass es oben dann auch gut aussieht. Aber das wird schon. Hä, ist doch egal. Hauptsache, hier unten sieht gut aus. Ja, gut, aber oben wohnen wir ja tun. Ja, aber wenn wir hier drin sind, sehen wir draußen ja nicht. Ja, gut, das stimmt. Ja, schauen wir mal. So, warte. Hier nochmal schnell die drauf. Hier nochmal die drauf. Hier. Guck, ich hab deine Kumpels hier auch verteilt auf dem Tisch übrigens. Hast du schon gesehen? Nice. Hä, frisst du gerade die rohen Eier von denen? Ja, klar. Erik, die sind schon länger in der Tasche drinne. Also schön warm, sagst du, ja? Ja. Die sind schon richtig, die haben schon wieder neue Proteine in sich. Oh, na gut. Dann haben wir es für heute, wa? Ja, sehr geil. Cool, freue ich mich. Hübsch, Erik. Ja. Mein Kompliment, sieht wirklich geil aus. Vielen Dank. Mal gucken, ne? Wenn du guten Innendesigner brauchst für zu Hause, sag Bescheid, dann komme ich mit der Axt vorbei und mit dem Bauhammer. Ja, wäre schon nice, wenn mal jemand unser Hausboot renovieren würde.
Ja, das wäre wirklich schön. Ich hab's ja gesehen, Tobi, ich hab's ja gesehen. Das ist, Ja, aber das liegt halt doch vor Anker gerade in Saint-Tropez, ne? Ja, schwierig. Weiß, vor allen Dingen ist halt noch so ein 2019 Modegeschmack, das ist so, ist halt auch schon drei Jahre her, da musst du, Ach du liebe Zeit. Ja, ja. Aber naja, es ist halt wegen Covid bedingt und so, klar. Ja. Das wird schon besser. Na gut, Tobinator. Dann, dann höre ich jetzt mal auf, diese Folge zu gucken und abonniere gleich deinen Channel, so wie jeder Zuschauer es tun sollte. Ja, dann sehen wir uns nächste Aufnahme wieder, wa? Ja, würde ich mal behaupten, ne? Ja, dann vielen Dank, ne? Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann, tschüss.